Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dieser Begegnung des achten Spieltags der dritten Liga zwischen unserem FC Carl Zeiss Jena und dem ersten FC Kaiserslautern. Endstand 3:3 und gesehen haben das Spiel hier im Ernst-Abbe-Sportfeld 8093 Zuschauer. Ich darf herzlich die Trainer begrüßen von unseren Gästen aus der Pfalz, Michael Fronzek und natürlich den Trainer unseres FC Carl Zeiss Jena, Marc Zimmermann. Aber zunächst hat wie immer als erstes der Gast das Wort. Michael Fronzek, bitte. Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich denke, die Zuschauer haben wieder ein tolles Spiel gesehen, so wie am Montagabend in Kaiserslautern auch. Sehr bitter für uns, ohne Wenn und Aber. Ich bin kein Freund davon, dann groß rumzujammern und nach hinten zu schauen, sondern wir werden nach vorne schauen. Bei uns wird auch der Knoten wieder platzen, in der Form, dass wir dreifach punkten. Analyse zum Spiel in aller Kürze. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit waren, eigentlich wieder 1-0 in der Halbzeit gehen und da sind halt dann, wenn ich das 1-1 sehe, was sicherlich gut rausgespielt war, aber wo wir natürlich vollkommen die Ordnung verlieren für einen kurzen Zeitraum, was bitterbös bestraft wird. Und so gehst du eigentlich aus einer guten ersten Halbzeit mit einem 1-1 in die Halbzeit. Halbe Stunde war Jena aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, ohne jetzt die ganz großen Möglichkeiten zu haben. Und ja, dann fängst du das 2-1 und wie gesagt, dann ähnlich wie das 2-0 nach 20 Minuten am Montagabend lässt die Mannschaft sich natürlich nicht hängen, sondern beißt sich zurück. Und das waren ja keine Zufallsprodukte, das waren gut rausgespielte Tore zum 3-2. Und da musst du halt in der Lage sein, das auch zu Ende zu spielen. Ja. Jena hat dann alles versucht, 100% Risiko gegangen, sind dafür belohnt worden. Aber wie gesagt, wir werden nach vorne schauen, spielen Dienstagabend wiederum ein schweres Spiel in Braunschweig, werden uns da neu aufstellen und tut mir schon ein Stück weit leid für die Mannschaft. Danke. Ja, vielen Dank. Zimmer, deine Spieleinschätzung bitte. Ja, danke schön. Ich teile das in vielen Sachen. Erste Halbzeit wirklich war es so, dass wir bis auf die Großchance von Tietz, wo wir hätten in Führung gehen können, nicht ganz so gut gespielt haben, weil wir auch natürlich immer wussten, im eigenen Offensivspiel, wenn wir Bälle verlieren, wenn wir zu viel Raum hinter unserer letzten Reihe preisgeben, dass es dann gefährlich wird. Das hat Lautern gut gespielt. Das angesprochene 0-1 fand ich, habe ich der Mannschaft auch gesagt, in der Halbzeit, dass die Reaktion sehr gut war, dass wir das 1-1 noch vor der Pause machen. Insofern war die Konstellation zur zweiten Halbzeit genau gleich wie vor dem Spiel. Es war wichtig auch für uns, dass wir den Ausgleich erzielen. Und dann war es so, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Zugriff hatten, auch die Räume besser zugestellt haben. Glücklich das 2-1 machen, keine Frage. Aber wir haben ein gutes Gefühl gehabt und mit dem guten Gefühl hat man trotzdem gemerkt, als dann Lautern diesen Doppelschlag machte, dass wir da katastrophal verteidigen. Also wir haben das Zentrum preisgegeben beim 2-2 und lassen einen Spieler, als auch Lautern umgestellt hat, dann natürlich zwei kopfballstarke Stürmer im Zentrum, lassen wir einen Spieler auf dem Flügel völlig allein, haben keinen Druck auf den Ball, der flankt und das Dilemma, was wir da schon in den letzten Spielen hatten, dass wir das nicht gut verteidigen. Dann gehst du in Rückstand. Wir sind letztendlich zweimal in Rückstand geraten in diesem Spiel und dass wir das Spiel dann nicht aus der Hand geben, nicht verlieren, zoll ich meiner Mannschaft höchsten Respekt, weil wir dann nochmal mit allem, was wir hatten, zurückgekommen sind und wie mein Kollege sagt, ein schönes Spiel für die Zuschauer, 6 Tore. Als Trainer sieht man es immer ein bisschen anders, aber die Leistung über weite Strecken heute, genauso wie letzten Freitag in Braunschweig gegen zwei Top-Gegner, bin ich sehr zufrieden mit unserem Team. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hier vorne. Ein Wort bitte zum Debüt von Christian Kühlwetter in der dritten Liga, in seinem ersten Profispiel. Ja, wir sind ja ständig im Austausch, Horst. Ich glaube, dass Kühli sich die Chance verdient hat und auch genutzt hat. War ein Aktivposten, macht das 1-0. Ist immer gut wieder geschnitten in die Schnittstellen, hat das wirklich ganz gut gespielt. War hinten raus natürlich ein Stück weit müde, aber wir wollten die Auswechslung dann anders tätigen und somit habe ich ihn auf den Platz gelassen. Insgesamt ein guter Auftritt und wiederum ein junger Spieler, der jetzt mit dazu rückt. Tino Zippel aus Thüringer Zeitung. Frage an Marc Zimmermann: Warum schon der Wechsel zur Halbzeit bei Tietz?
Er hatte weniger mit der Chance, mit der vertanen Chance zu tun, sondern eher damit, dass wir wenig Ballsicherheit vorne in der vordersten Reihe hatten, dass wir dann auch nachrücken können, zu viele Ballverluste, was nicht allein an ihm lag, aber wir wollten mit Brückmann einen Spieler bringen, der das auch sehr gut kann und das auch sehr, sehr gut gemacht hat, keine lange Anlaufzeit braucht in der zweiten Halbzeit, und von daher, wenn wir so einen Stürmer auf der Bank haben, dann wollen wir ihn auch bringen. Gibt es weitere Fragen? Nochmal bitte. Gerade noch zu zwei Personalien, Debüt Wolfgang Hesel und der Top-Joker Elias Huth. Ja, Wolfgang hat das gebracht, was ich von ihm erwartet habe. Er ist ein erfahrener Torhüter, der sehr gute Trainingsleistungen zeigt und der natürlich aufgrund seiner Historie schon einiges gesehen hat, gerade auch in der Situation, wo ein bisschen Druck am Kessel ist, hat er seinen Mann gestanden und ein ordentliches Spiel gemacht. Und Elias hat, ja, was willst du mehr, wenn er als Stürmer reinkommt und zwei wunderbare Tore erzielt, die allerdings auch gut rausgespielt waren. Ja, und war eine Belebung für den Sturm. Und obwohl wir jetzt natürlich ein Stück weit hängende Köpfe haben in der Kabine, habe ich auch viele positive Sachen gesehen. Und da gehört der Elias sicherlich mit dazu. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die anderen Ergebnisse von heute in der dritten Liga. Groß Asbach und Hansa Rostock trennen sich 0-0 unentschieden. 1860 verliert gegen Wien Wiesbaden 1-2. Meppen unter Haching 3-3. Würzburg Braunschweig 1-1. Fortuna Köln gegen Lotte 1-1. Und Karlsruhe gewinnt gegen Uerdingen mit 2-0. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche unseren Gästen alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Uns allen noch ein schönes Wochenende. Danke.